Willkommen zurück, liebe Zocker und Zockerinnen, bei meinem How-to-Build-Let's Play Kathedrale. Wir bauen ja die Riesenkathedrale. Der Ralf ist auch wieder dabei. Hallo, Ralf. Ah, ich stehe auf der falschen Seite von der Tür. Hallo, grüßt euch. Ralf und ich haben zwischendurch kurz noch am Altar etwas rumgefriemelt, weil uns der nicht so gefiel, wie er fertig war. Wir haben hier Holztreppen vorgesetzt, haben hier nochmal so einen gelben Teppich draufgepackt, weil das auch irgendwie eleganter aussieht. Dann haben wir hier nochmal so zwei Town-Teile mit Fackeln drauf. Und da rumort es wieder im Texture-Pack. Es ist Und wir immer haben hier hier diese vorne Ecke. Steintreppen vorgesetzt, bis auf da, wo das Buch halt ist, damit das ein bisschen schöner aussieht. Mehr haben wir eigentlich gar nicht geändert. Das ist dann der ganze Altar. Und ich finde den schön. Ja, vor allem man hat hier einen schönen Überblick über die ganze Kirche auch noch, ne? Ja, eben, deswegen ist das ja auch so toll mit dem Altar, ne? Das ist ja das Geniale so. Ich finde das schön. Also irgendwann, wenn diese Kathedrale fertig ist, denke ich mal, kriege ich dann irgendwann das Gefühl, kennst du das? Ich war ja auch schon in der Kirche, aber kennst du das, wenn du in eine Kirche kommst und automatisch so das Gefühl hast, du musst jetzt stiller sein? Ja. Das, man quatscht dann auch komischerweise nicht mehr. Zumindest Ne? nicht so viel. Und wenn dann leise flüstern Ja, ja, irgendwas, ne? ja, Wisst ja, man. ja. Und Aber ich ich weiß glaube, nicht, wenn wir warum hier das so so, ist. weil in der Kirche du allgemein ein bisschen ruhiger sein sollst, weil dort Leute sind, die ihre Verstorbenen auch, ne, dort praktisch noch im Gebet bedenken. Also Deswegen ist man wie dann da stiller. Man nimmt halt Rücksicht auf die, die zu den Toten halt im Gebet noch irgendwie beten oder sprechen oder wie auch immer. Deswegen ist man da ruhiger. Achso, und wir haben hier natürlich links und rechts noch zwei Fackeln draufgesetzt für die Helligkeit. Wir machen jetzt weiter mit den Beichtstühlen. würde Komm. ich sagen. Ne, damit die ihre Lügen und Intrigen hier mal ausplaudern. Ich bleibe ewig an deinen Kronleuchtern unten hängen. Wir haben uns entschieden, dass wir zwei Beichtstühle bauen. Einen hier in den Turm unten rein und einen auf der anderen Seite in den Turm unten rein. Da darf der Ralf mal beginnen. Ich weiß nicht, wo er die genau, wie er sich das vorstellt. Ich lasse ihn da mal machen. Das Problem sind die Fenster hier im Moment. So, Ist kein Ding, dann macht man hier einfach mal ein Fenster zu. wir brauchen im Prinzip jetzt erstmal hier auf jeden Fall zwei Stühle. Guck mal, Ralf. Da, ich habe das Fenster einfach zugemacht. Dann kannst du da den Beichtstuhl hinstellen. Jetzt hätte es hierher auch gepasst. Denk dran, du bekommst noch reichlich Einsendungen für Fenster, da brauchst du den Platz. Stimmt, auch wieder warm. Wäre nur so Also, eine Idee gewesen. So. kurz, keine Tür, sondern da kommt ein Eisengitter rein. Ja, klar, ne? Ne? So. War auch Dann noch ein machen wir das bisschen hier mit. hinten zu. Da kommt dann auch Holz hin, ne? Genau. Noch eins weiter vorne, oder? Sonst ist das doch viel zu knapp, oder? Naja, wir müssen hier die Tür noch reinmachen, ne? Ja. So. So. Ne? So, sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Knast. Ja, aber das heißt ja Beichtstuhl. Und da soll man ja seine Sünden bekennen. Darf der auch so aus? Erstmal baut man den dann so hin. Genau, passt. Und dann mit der ganz. Das Ganze noch mal ein bisschen interessanter aussieht. Und nicht so langweilig von der Struktur her. So, zack, da auch noch mal. Geht es gerade nicht. Das kann ich hier nicht setzen. Da sind hier die Steine im Weg. So. Was kommt da jetzt noch hin? Ah, Fackeln, na klar. Weil hier in der Ecke wird es wahrscheinlich ein bisschen dunkel werden. Und so haben wir das Und Ganze auch umgangen. jetzt kann sich der Pastor nämlich hier hinten reinsetzen. So, und der dann auch immer irgendwie seine Sünden bekennen will, kann dann vorne direkt reingehen. Warum sitze ich jetzt auf der Sündenseite? Komm, erzähl mir deine Sünden und reinige deine Seele im Namen Gottes. Ich habe neulich einen Engländer getroffen. Ist das schlimm? Oh mein Gott, bete dreimal das Ave Maria und dir sei verziehen. Okay. Hast du da jetzt noch gemacht eben? Hinten zugemacht, wenn man die Wand gesehen hat. Sieht man das beim anderen auch noch? Nee, ne? Nee, das habe ich schon. Nö, Hatte ich super. schon vorher Ja. zugemacht. Und das gleiche Ding bauen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal hin. Baumängel, aber ich habe hier gerade einen Wurm bei dir gesehen. Hier hast du einen falschen Stein verbaut. Was wo? Na hier. Fusch Oh! am Nee, Bau. das ist nicht der falsche Stein, das ist, oder? Nee, das war die Treppe, aber die saß verkehrt. Das ist falsch. Und zweifelsweise so. Da kommt eine Treppe hin. Ja, da hast du aber ein Loch drin. Oh. Also eigentlich kommt da und dreht die sich jetzt weg. Sag mal. Ja, ist jetzt aber ein Loch drin. Ja, das macht ja nichts. Okay. Das ist ja auf der anderen Seite. Wer war denn das? Wir hatten da diese Steine reingesetzt. Das war ich aber nicht. Ja, ich Das auch nicht. soll ja so bleiben. Das ist ja halt so diese Form der Treppe. Da ist dann halt ein Loch drin, ist ja egal. Die Treppen hast du offline gebaut.
Ja, irgendwer hat mir da, glaube ich, geholfen, aber irgendwie, das fand ich jetzt nicht so gut. Nee. So, zweiter Beichtstuhl. Weiter geht's im Text. Oh, bin ich ein bisschen zu weit gezogen jetzt? Eins, Eigentlich zwei, drei, nicht. vier. Vier in der Länge nur. Eins, zwei, drei, vier. Tatsache, warum ist das hier enger als da drüben? Also Warte bestimmt, mal, was denn? mit einer Treppe gefuscht. Nein. Warum habe ich hier so viel Platz und bei dir da drüben nicht? Stimmt doch was nicht. Ah, ich weiß warum. Drüben hast du die Ecke mit eingebaut. Also du hast den praktisch hier hingebaut. So. Ach so. Ne? Dass der dann praktisch noch mal ein bisschen weiter im Raum drin ist. So. Ne? Dann war das Teil hier zum Beispiel war weg, deswegen war der Gang ein bisschen breiter. So. Genau. Dann hatte man da nämlich mehr Platz zum Durchgehen. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ist denn das jetzt hier so und nicht anders, ne? So. So, warte mal. Ah ja, das war dann schon. Okay. War das nicht so? Noch irgendwie direkt dann so und dann kam dann nur noch da. A2 und dann die Stufe drauf, okay. Ja. Setzen Sie auch die Ja. Stu setzen Sie auch die Stufen einfacher. Ja. Machst du dann noch deine Fackeln vor. Dann haben wir hier dann den zweiten Beichtstuhl. Gibt ja ganz viele Sünder da, ne? Und dann. Vielleicht kommt ja der Bischof dann selber mal zu Besuch und beichtet mal seine Sünden. Hier ist dann wieder der Pastor drin. Dann sollten wir den Beichtstuhl aber polstern, weil das könnte länger dauern. Also ich finde, von innen sieht das gar nicht mal wirklich aus wie eine Zelle. Ich finde, das war früher halt wirklich so gebaut, so ganz sporadisch. Ich finde, das sieht gar nicht mal schlecht aus hier in dem Texture Pack. Nö. Mag Das den, das ist eine gute Idee für so einen Beichtstuhl, ne? wirkt eigentlich ganz gut, ne? Ja. So, dann haben wir die Beichtstühle schon mal. Was kam als nächstes dran? Wir brauchen, was brauchen wir noch? Taufbecken? Ja, jetzt bauen wir das Taufbecken. Wo wollen wir das hinbauen? Natürlich dorthin. Hier, irgendwo. Also da. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, wie soll das aussehen? Grübel, grübel, grübel. Das Also Taufbecken. Auch mit. Taufbecken würde ich empfehlen, in jedem Fall aus Stein. Ja, dann bauen wir das aus Stein. Dann sag mal her, hast du eine Idee? Aus Also, welchem Stein? gute Frage. Weil Pflasterstein sieht doof aus. Ja, also auf jeden Fall brauchen wir erstmal ein Wasserbecken. So, das hätten wir da. Den vielleicht? Also in dem Texture-Pack sieht er absolut daneben aus. So dunkel, ne? Ups, was für ein Texture Pack nutzt du denn? Das gleiche wie ich? Ja, das Oblivion. Ist zu dunkel, genau. Aber ja, der hier ist ja ganz, ganz schlecht dafür zu benutzen. Guck mal. Tigerstreifen hier. Wer denn davor? Mit Pisten? Und Das in sieht jetzt aber nicht ganz so spektakulär aus, finde ich. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ich meine, da wird ein Kind drin getauft. Das muss schon ein bisschen nach was aussehen, ne? Ich bin ja noch nicht fertig. Was er davor hat. Komm, Ralf, schmeiß es rein, wir brauchen es nicht mehr. So einen kleinen Schredder noch einbauen. Ja, da pfui dasselbe. Illumini Patri Sancti, na und so weiter. War ja nicht hier, nicht hier groß noch. So, das war's. Super. Idee, oder? Weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt unser Taufbecken. Das bleibt einfach mal so. Ja, ich finde es in Ordnung. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Aber wir könnten den Teppich, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Wir könnten ja den Teppich hier nochmal ein bisschen drumherum erweitern. Oder wenn dann zwei. Also wollen wir nicht geizen, ne? Nö, ist eine reiche Kathedrale. Die können sich das leisten hier. Ich finde, das sieht immer so doof aus, wenn da mal nur ein Teppich rum ist. Ja, super. Das Taufbecken fertig.
Ja, es ist natürlich hier jetzt noch finster wie die im Bären-Dingsbums, ne? Ja, dann müssten wir mal gucken, dass wir da noch irgendwas machen mit Licht. Da Fackeln dran machen, ja? Gucken, wie es Oh, das war aussieht. jetzt nicht bald. Den Bilderrahmen Hallo? haben. Hallo? Den Bilderrahmen. Muss ich die Fackel da nicht rein? Weil das wahrscheinlich nicht an einer richtigen regulären Wand hängt. Nee, es hängt in der Luft, das ist das Problem. Richtig. Und somit Deswegen geht gehen die dann die Fackeln nicht dran. Fackel nicht rein. Die geht da nicht rein, weil es in der Luft hängt. Du kannst da keine Fackel dran machen. An die Steinsteine. So oben drauf, das sieht irgendwie auch nicht so schön aus. Nee. Dann machen wir mal. Das sieht auch doof aus. Guck mal. Nee, das sieht doof aus. Das geht nicht. Machst du da jetzt? Eigentlich wird der Part schon wieder fast zu lang, aber ich lasse ihn mal gerade machen. Spektakulär hier. Ups. Oha, das ist ein spektakuläres Taufbecken. Doch, ich glaube, das gibt es in keiner anderen Kirche. Ich glaube auch nicht, also, aber es sieht irgendwie komisch aus. Gebe ich ja zu. Naja, aber es ist was Besonderes. Ja, liebe Das Zuschauer, dann würde ich sagen, es sei denn, der Ralf will da jetzt tatsächlich noch ein bisschen rumbauen. sollten wir das wegmachen, ja. Dass man da überhaupt mal rankommt. Um da eins reinzustöpseln, ich meine, da zu taufen. Ah ja, okay, ja, gut, super, passt. Jetzt können wir optional hier vorne entweder noch Teppiche machen. Oder Licht. Licht? Warum, wir haben doch oben schon die Fackeln. Nee, das geht gar nicht. Erst das Kind abfackeln und dann, damit es nicht ganz verbrennt, nochmal ins Taufbecken schmeißen, oder was? Naja, zum Löschen halt, dachte ich so. Ja, war mir klar, so. Ja, Ne? das Da ist kann man. so, Ja. ne? Wurscht und So, hinein. liebe Zuschauer, dann haben wir das Taufbecken. Ralf, was wollten wir eigentlich noch tun? Hier kommen dann hier zwischendurch, nur damit ihr das schon mal wisst, hier sollen dann die Bänke hin. Nochmal welche. Und hier drüben, damit ihr das auch schon mal wisst, kommen auch nochmal Bänke hin. Und dann wollte ich hier hinten diesen Teil nutzen, dieses freie Stück. Es gibt ja immer in jeder Kirche sowas, wo man halt zu seinen Verstorbenen beten darf, also beten kann, wo man dann mit denen in Zwiespalt, weiß nicht, manche Leute reden vielleicht auch mit ihren verstorbenen, toten, Liebsten, wie auch immer. Das kommt dann da in die Ecke. Und dann würde ich meinen, ist die Innenausstattung der Kathedrale soweit schon fast fertig, weil hier kommt dann auch noch was hin. Da kommt dann hier der Sitz für den Bischof mit hin. Es gab Kathedralen im Mittelalter, da war dann hinter dem Altar der Sitz, so ein Tisch. So eine Art kleine Tafel und so, wo dann auch der Bischof dann kam mit seinen Leuten und dann auch mit dem Pastor da gesprochen hat. Und hier links kommt dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, so ein Schrank hin, wo dann für die Leute, die dann in der Kirche arbeiten, die Bekleidung drin ist. Und rechts kommt ein Schrank hin, da war dann die Obladen drin, der Wein und sowas. Ne? Und dann ist die Kathedrale an sich mit der Innenausstattung soweit schon fertig. Ne? Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man hier noch großartig machen könnte. Also die Bänke werden Ralf und ich jetzt, während wir das Let's Play nicht mehr aufnehmen, noch bauen. Die Schränke, die dahinter kommen, wahrscheinlich auch. Also wundert euch nicht, wenn das bis dann dahin, wo die nächste Aufnahme kommt, alles schon fertig ist. Weil das würde ich dann ganz gern schon mal irgendwann auch fertig machen wollen. Dann ist das nämlich fertig. Das zeige ich euch dann als Überraschung sozusagen in der nächsten Aufnahme. Ja, und dann, oder weiß ich nicht. Wir warten dann lieber. Wir bauen jetzt einfach nur noch die Bänke, Ralf, damit wir nochmal irgendwie ein paar Parts haben, ne? Ja. Also es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Wir können das jetzt auch fertig bauen. Und dann mache ich das dann in den Parts. Da außenrum soll auch noch was hin, um die Kathedrale. Ist eine Idee, Das was wir hier in die Bilderrahmen setzen? können. Das, was wir in den anderen Bänken auch drin hatten. Ja, hier ist aber die Taufecke, ne? Ja. Irgendwas, was so engelstechnisch oder Ja. so ist. Ja, müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal zu euch allen Tschüss. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Linear LP baut für euch im How-to-Build irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas wird uns da schon einfallen.
Und ich wünsche euch noch einen erholsamen Abend, wunderschönen Tag, schlaft gut, bleibt gesund und werdet nicht krank oder so. Tschüss. Jo, das wünsche ich euch auch. Ciao, ciao. So, dann ist